herzlich willkommen zur allerersten Folge im Football Manager 2023. In diesem Format werden wir uns mit Experimente auseinandersetzen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diese Experimente vorzuschlagen. Schreibt diese gerne unten drunter in die Kommentare, was wir vielleicht als nächstes da machen sollen. Und in dieser Folge werden wir uns mit Borussia Dortmund auseinandersetzen. Denn was wäre, wenn ein Robert Lewandowski, ein Erling Haaland, ein Ilkay Gündoğan und viele, viele andere Spieler den Verein gar nicht verlassen hätten und in Dortmund geblieben wären? Wären sie gegenüber den Bayern konkurrenzfähiger gewesen? Hätten sie vielleicht die ein oder andere Meisterschaft mehr holen können? Das sind natürlich teilweise Fragen, die wir nicht klären können, aber das sind Fragen, die wir für die Zukunft, sag ich mal, klären könnten. Denn wir werden in dieser Folge 10 Jahre im Football Manager das Ganze simulieren. Die ersten 3 Jahre werden wir halbjährlich uns anschauen, wie sich der Verein gemacht hat, wie die Ergebnisse so waren. Und die letzten 7 Jahre werden wir dann in einem Schnitt, sage ich mal, simulieren und uns angucken, wo die Dortmunder am Ende ja gelandet sind. Was hat Jürgen Klopp, sage ich mal, aus den Dortmundern gemacht? Das und diese vielen weiteren Fragen, das werden wir jetzt hier in dieser Folge klären. Wenn euch aber am Ende die Folge gefallen hat, könnt ihr immer gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Könnt den Kanal kostenlos abonnieren. Vergesst da nicht die Glocke zu aktivieren, so rum, um keine weitere Folge im Experimentenmodus zu verpassen. Schaut auch gerne mal bei den anderen Projekten im EA-Manager rein, bei Schalke Wattenscheid oder beim Sega-Manager-Projekt mit Braunschweig. Würde mich auf jeden Fall freuen und euch jetzt viel Spaß. Das erste halbe Jahr ist rum. Wir sind am 31.12.22 und wir werden jetzt mal gucken, wie haben die Dortmunder in den ersten 17 Spiele wird es jetzt nicht sein durch die WM, aber wie haben sie jetzt in den ersten Spielen denn so agiert und wie stehen sie in der Tabelle? Wir werden einen Blick reinwerfen und sehen, die Dortmunder rangieren auf Rang 4, haben schon 13 Punkte Rückstand auf die Münchner Bayern. Ja, hat sich da überhaupt irgendwas geändert? Es scheint ja eher schlechter zu laufen als davor. Spieler des Spiels sehen wir aber Julian Weigel recht häufig da oben mit bei. Torvorlagen Gündoğan mit dabei. Gucken wir einfach mal rein in die Partien der Dortmunder. Und wir sehen hier gerade zum Start hin. Der Saisonstart ja völlig verpatzt. Haben sie mal gerade 2 Punkte aus 4 Spielen geholt. Wenn ich mal ganz kurz gucken, hier 1-0 gegen Leverkusen verloren, hier hat Reus das Tor gemacht, hier hat Haaland und Guerrero das Tor gemacht und hier fing es dann tatsächlich mal an, dass sie ja die Tore gemacht haben. Also das ist alles andere als ja gut gelaufen, obwohl sie in der Champions League, wenn wir das sehen, ja auch da haben sie nicht jetzt alle Spiele gewonnen, aber es sieht auf jeden Fall in der Champions League besser aus als in der Liga. Wenn wir da noch mal ganz kurz einen Blick werfen. Und das ist eine harte Gruppe. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Dortmund ist Gruppensieger geworden in so einer Gruppe mit Paris, mit Juventus und Olympiakos, so heißen die natürlich. Muss man auch erstmal schlagen. Also das haben die Dortmunder recht gut gemacht. DFB-Pokal, erste Runde weitergekommen, zweite Runde weiter gegen Mainz gekommen und in der dritten Runde, Achtelfinale, spielen sie gegen Heidenheim. Also ja, auch zumindest eine Partie, die man schaffen sollte. Das waren also quasi die ersten 15 Spiele, das erste Halbjahr. Eher durchwachsen. Wir gucken ganz kurz, ob Klopp noch Trainer ist. Ja, ist er auf jeden Fall noch. Und ja, wir wissen natürlich auch nicht, wie Borussia Dortmund sich verhält. Es kann natürlich auch passieren, dass Dortmund jetzt zur Winterpause auch schon den einen oder anderen verkauft. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben nur den Einfluss drauf, dass die Spiele alle hier wieder gestartet sind. Und ja, werden wir mal gucken, wie das nächste halbe Jahr gleich vorbeigegangen sein wird. Also, wir sehen uns gleich wieder im zweiten Abschnitt der Saison. Bis gleich. Halbes Jahr weiter und wir werden jetzt sehen wieder, wie Borussia Dortmund sich schlagen konnte. Dazu gehen wir natürlich jetzt wieder Bundesliga ein und schauen und werfen einen Blick auf die Tabelle. Die Dortmunder sind Zweiter, 6 Punkte hinter den Münchner Bayern. Das ist ja noch recht eng beieinander, wobei man auch nur 1 Punkt Vorsprung hat vor Leipzig und Leverkusen. Und wir sehen hier beispielsweise Haaland, der beste Torschütze. Auch notendeutsch ist Haaland relativ weit vorne. Jadon Sancho ist mit bester oder Meisterspieler des Spiels. Und ja, es ist bei Dortmund aber auch einiges passiert. Das habe ich schon gesehen. Ja, die probieren hier unser Experiment so ein bisschen zu manipulieren. Werden wir gleich aber einen Blick drauf werfen, was ich meine. So, gucken wir erstmal einen Blick auf den
der Minplan. Der sieht wie folgt aus. Dortmund, Supercup-Finale hat man verloren, gegen Baling gewonnen. Bundesliga ist man wieder nicht gut reingestartet. Allerdings war auch der Gegner Leipzig, das kann man, denke ich mal, ein Auge zudrücken. Da 1-0 Erfolg gegen Freiburg, aber dann 1-1 gegen Union. Wir sehen auch, dass Dortmund hier nicht so wirklich in Tritt kam. Auf einen Sieg folgte immer wieder, gefühlt ja erstmal ein Rückschlag, gerade am Anfang. Champions League gegen Arsenal beispielsweise gewonnen, dann Darmstadt nur 1-0 gewonnen, dann Benfica 2-0 bezwungen. Stuttgart und Fürth konnte man damals 2 Siege wieder in Folge gewinnen, aber man hat dieses wichtige Prestige-Duell gegen die Münchner Bayern dann wieder mit 1-2 verloren. Hups, das war jetzt ein Klick zu viel an der Stelle. So, ich wollte nämlich gucken, wer der Torschütze war. Haaland natürlich, wer sonst. In der zweiten Runde Pokal 3-0 gewonnen. Und dann, ja, gab es mal eine kleine Serie zumindest in der Bundesliga. 3 Spiele oder beziehungsweise, was heißt eine kleine Serie? Das ist schon eine etwas größere Serie. Hier hat man gewonnen, da hat man 3-1 gewonnen, wieder gewonnen. Man hat da wirklich einige Spiele hintereinander gewonnen. Nur gegen Schalke, ausgerechnet gegen Schalke hat man dann 2-2 gespielt. Was, natürlich den Dortmundern auch wieder nicht gut angesehen wird. Und wir sehen hier, ihr seht es schon an der Mannschaft, da hat sich so einiges getan. Man hat Bessie verpflichtet von Ajax, Dedic von Salzburg, Lokonga von Arsenal, Victor Nelson von Galatasaray, Gravenberg ist von den Bayern ausgeliehen worden, Emil Smith-Rowe von Arsenal, Itakura ist gekommen von Gladbach. Man hat aber auch so einiges gemacht. Man hat Brand verkauft, 22,5 Millionen nach Paris. Modest ist zu Stade Rennes gegangen. Paslak nach Augsburg, dann Daniel Mahn nach Gladbach, Marius Wolf zu Inter Mailand, Götze wieder weiterverliehen, ist jetzt bei Monaco, Abdou Diallo wechselt zu Wolverhampton, Osman Dembélé, und das ist natürlich richtig bitter, ist dann zu den Bayern gewechselt, also direkten guten Spieler, sage ich mal, an die Münchner verloren, Ginter ist dann wieder weggegangen nach Porto, Leipzig hat sich Hummels gesichert, Aubameyang ist auch gewechselt. Ich weiß gar nicht, Aubameyang, ob der überhaupt die große Rolle gespielt hat. Gar keine Rolle gespielt, wie wir gesehen haben hier in der ersten Saison. Also das ist dann durchaus ein Transfer, den man, denke ich, verkraften kann. Aber man hat auch Sebastian Haller beispielsweise verkauft. Man war aber auch, muss man fairhalber sagen, im Sturm ja relativ breit besetzt. Lewandowski, ja, wie ist er so in der zweiten Saison reingekommen? Oh, und das alles andere als gut. 8 Spiele mal gerade gemacht, hat nicht ein Tor erzielt. Das ist dann doch durchaus überraschend. Und hat an Alexander Isak, hat anscheinend, naja, gut, viel mehr hat er auch nicht wirklich gespielt. Also auch aber nicht getroffen. Hat sogar weniger noch gespielt. Also Haaland ist kein Vorbeikommen. Ansonsten, ja, schon interessant, wie jetzt die Dortmunder den Kader so ein bisschen gestalten. Wir sehen Thorgan Hazard beispielsweise noch auf der Transferliste, auch Ivan Perisic will man wieder abgeben. Der hat beispielsweise gar keine Rolle mehr jetzt gespielt. Hat nicht einen Einsatz in der Liga gehabt. Gegen die Bayern ein gutes Spiel gemacht für die Dortmunder und danach einfach gar nichts passiert. Also da bin ich mal gespannt. Was meint ihr? Werden die Dortmunder, die Bayern nochmal gefährlich werden oder werden die Bayern am Ende wieder deutscher Meister? Das Ergebnis werden wir gleich erfahren. Die Saison ist wieder vorbei und wir werfen einen Blick. Wie hat der BVB sich jetzt im zweiten Jahr geschlagen? Sind sie Zweiter geworden? Sind sie Tabellenerster noch geworden? Sind sie deutscher Meister geworden? Oder sind sie vielleicht sogar nur Dritter oder Vierter geworden? Dortmund ist auf Rang 2 gelandet. 6 Punkte sind es auch weiterhin geblieben auf Rückstand auf die Bayern. Also da konnte man nicht verkürzen, hat aber allerdings den Vorsprung auf die Leipziger und auf Leverkusen ausbauen können. Leverkusen am Ende sogar nur Fünfter geworden. Und das ist eine kleine Überraschung. Können ja ganz kurz hier nochmal einen Blick jetzt hier auf die Transferchronik werfen, ob jetzt nochmal im Winter was passiert ist. Ob man da auch noch Spieler wieder abgegeben hat. Man hat Collins nach 60 verliehen und Isak hat man auch verkauft nach Leipzig. Also wenn man natürlich auch ständig dann irgendwelche Spieler an die direkte Konkurrenz verkauft und abgibt, wird es natürlich nicht unbedingt gerade leichter. Werfen einen Blick auf den Terminplan. Das sehen wir jetzt hier folgt. Hier ging dann die Rückrunde weiter und ja, man ist relativ ordentlich rausgekommen. Wieder aber allerdings Union der Stolperstein. Gegen Köln im Achtelfinale gewonnen. Dann hat man hier wieder ein paar Siege
ja, einheizen können. Hinspiel gegen Ajax, also man musste schon wieder gegen Ajax, hat man unentschieden gespielt. Rückspiel hat man 3-1 gewonnen und das Prestigeduell gegen die Bayern hat man letzten Endes auch gewonnen durch Haaland, Doppelpack und Jude Bellingham. Und wir sehen, dass die Dortmunder hier in der Rückrunde gar nicht mal so schlecht unterwegs waren. Haben 2-0 dann gegen What? Das hatte ich ja noch nie. Keine Ahnung, was da passiert ist. Gegen Neapel hat man auf jeden Fall 2-0 im Hinspiel gewonnen. Dann ausgerechnet gegen Schalke dann wieder verloren. Also diese Prestigeduelle, die scheinen den Dortmunder nicht so wirklich zu liegen. Ja? Also klar, man hat jetzt die Bayern geschlagen, aber dann dieses wichtige Spiel gegen Schalke letzten Endes verloren. Ist in der Champions League dann auch weitergekommen ins Halbfinale. Und hat auch die Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale ausschalten können. Deswegen der BVB wieder im DFB-Pokal-Finale. Können sie das zweite Mal den DFB-Pokal holen? Das werden wir hier gleich erfahren. Und dann kam Man City im Halbfinale der Champions League, wo man rausgeflogen ist. 1-1 und 0-3 hieß es am Ende. Gegen City hat es also nicht gereicht. Aber ja, man hat sich zumindest, ja, was heißt besser verkauft. Relativ fast gleich geblieben. Und man ist tatsächlich wieder Pokalsieger geworden. Das ausgerechnet auch noch gegen Hertha im Pokalfinale in Berlin. Das ist natürlich dann so doppelt so bitter für die Herthaner. Aber man hat zum zweiten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Und wir sehen, die Bayern, die haben, glaube ich, nur gegen Schalke in der Rückrunde verloren. Ansonsten haben die Dortmunder wirklich eine makellose Bilanz gehabt. Ja klar, da war schon mal das ein oder andere Unentschieden auch noch dazwischen, 2-3. Aber letzten Endes hat man von diesen 17 Spielen mal gerade vier nicht gewonnen. 13 Siege, das ist, denke ich, durchaus eine gute Quote. Und ja, aber man hat dieses Ziel, diesen Wunsch, die Meisterschaft hat man auch in der zweiten Saison letzten Endes nicht geschafft und musste sich die Münchner geschlagen geben. Mal gucken, wie es dann in der dritten Saison läuft. Wir werden jetzt wieder ein halbes Jahr weiterspringen und sehen uns dann sofort wieder. Wir haben einen Sprung gemacht und ja, halbes Jahr ist vergangen. Und ja, die Tabelle, sie überrascht mal deutlich. Dortmund auf Rang 3, aber vor den Münchner Bayern ein Punkt Vorsprung. Die Bayern haben allerdings auch noch ein Spiel weniger. Die müssen das Spiel noch nachholen. Vermutlich gegen Wolfsburg. Obwohl, eigentlich relativ sicher, dass es gegen Wolfsburg ist. Wird gegen Wolfsburg sein. 32, 33, 34, 35 Punkte. Also die Meisterschaft scheint in diesem Jahr spannend zu sein. Man hat allerdings wieder 6 Unentschieden und 2 Niederlagen kassiert. Gucken wir. Oder werfen wir einen Blick jetzt hier gleich mal auf die Chroniken auf Transferübersicht. Und sehen, Smith Rowe hat man fest verpflichtet. Callum Hudson und Doyle hat man auf Leihe geholt. Vatessi hat man geholt von Sao Paulo. Nuno Tavares schon von der AS Rom. Also da muss irgendwas schiefgegangen sein. Warum jetzt auf einmal hier so eine Namen drin sind, wieder weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich die richtigen Namen drin. Sergiño Dest hat man geholt von Barcelona. Dann sehen wir hier, ja, man hat natürlich auch Spieler wieder verkauft. Rafael Guerreiro zu Lazio Rom. Victor Nelson hat man wieder verkauft zu Inter. Weigel zu Monaco. Edchan ist nach Leipzig gewechselt. Ansgar Knauf nach Leverkusen. Und ich habe auch, glaube ich, hier schon gesehen. Es ist mittlerweile sehr, sehr übersichtlich. Nach 2,5 Jahren, was die ehemaligen Spieler, sage ich mal, anbelangt. Hatte ich den Pulisic komplett vergessen? Zu transferieren? Sieht beinahe danach aus. Ja, das geht dann auf meine Kappe. Pulisic habe ich dann tatsächlich verkorkst. Den habe ich vergessen hier zuzufügen in diesem Experiment. Ansonsten, ja, wer ist denn noch da? Haaland ist noch da, Lewandowski wird Karriere nach der Saison beenden. Götze ist ja wieder mal da, muss man ja sagen, war ja ein paar Mal verliehen. Sancho ist noch da, Gündogan ist noch da, der wird aber auch nicht mehr allzu lange machen. Und ansonsten, ja, ist noch Akanji da und Hakimi. Ja, aber ansonsten ist das doch recht übersichtlich wieder geworden. Wie sich die ganze Sache nach mal gerade 2,5 Jahren bei den Dortmundern entwickelt hat. Aber da steckt man letzten Endes halt nicht drin. Für uns wird es aber auch interessant natürlich zu sein, wie entwickelt sich der Kader generell. Ja,
War jetzt klar, dass sie nicht jetzt alle hier die 10 Jahre, sage ich mal, überleben werden. Oder beziehungsweise durchziehen mit Dortmund. War schon klar, dass wahrscheinlich am Ende keiner mehr da sein wird. Aber ja, es ist trotzdem nochmal interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Werfen wir einen Blick kurz nochmal auf den Terminplan. Wir sehen Supercup wieder mal verloren gegen die Bayern und Bundesliga. Ja, man ist einfach schon wieder schlecht gestartet. In 4 Spielen war gerade ein Sieg geholt, gegen Schalke schon wieder verloren. Also es zeichnet sich so ein bisschen ab. Das Ganze ja in der Bundesliga Saisonstart verhunzt man immer gegen Schalke. Jetzt vorsichtig sein, aber scheint man des Öfteren mal zu verlieren. Und wir sehen es auch in der Ligaphase in der Champions League. Das ist ja jetzt neu, ist ja keine Gruppenphase mehr, ist jetzt die Ligaphase. Da hat man 2-0 gewonnen, 0-0 gespielt, 1-1 gespielt, 3-0, 2-1, 3-0 gewonnen. Und es geht ja auch noch letzten Endes weiter. Und man ist in der zweiten Runde gegen die Münchner Bayern rausgeflogen aus dem DFB-Pokal. Das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn du dann schon in der zweiten Runde auf die Bayern triffst. Aber so ist es nun mal letzten Endes gelaufen. Ansonsten in der Bundesliga hier noch relativ gut unterwegs gewesen. United konnte man sogar schlagen. Aber alles in allem ist das dann doch ein Ticken zu wenig für die Dortmunder und Jürgen Klopp. Das hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Wir werden gleich einen Blick drauf werfen, ob es ja jetzt hier in der dritten Saison gleich mal zur Meisterschaft gereicht hat oder am Ende wieder nicht. Wir werden es sehen gleich. Hat der BVB die Meisterschaft in der dritten Saison geschafft? Das werden wir genau jetzt hier in Erfahrung bringen. Und zwar, nein, haben sie leider mal wieder nicht. Es ist mal wieder ein altes Bild. Die Bayern auf Rang 1, auf Rang 2, die Leipziger auf 3, die Dortmunder. Das hatten wir, glaube ich, in der ersten Saison schon mal. In der Reihenfolge Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart relativ eng beieinander. Wir sehen, es hat aber nicht viel gefehlt. Es waren letzten Endes 6 Punkte, die gefehlt haben. Gut, plus natürlich 10 Tore, die man hätte besser machen sollen. Aber am Ende ist es wieder mal der alte Meister, der FC Bayern. Die scheinen einfach nicht zu stoppen zu sein. Wir gucken und werfen einen Blick wieder auf die Rückrunde. Hier fingen sie an, am 4. hat man das Testspiel gegen Ajax erstmal gewonnen. Und wieder Union. Also Union ist einfach kein gutes Pflaster anscheinend für die Dortmunder. Das zeichnet sich zumindest jetzt hier in den ersten 3 Jahren ab. Schalke hat man diesmal bezwingen können. Ansonsten aber auch hier Champions League ist man rausgeflogen gegen Athletic Bilbao. Also es ist auch dann ein bisschen bitter. Gegen die Bayern hat man dann das Prestige-Duell wieder verloren. Hier hat man sogar zuletzt gepatzt. Das sind vielleicht diese 3 Spiele, die am Ende ausschlaggebend gewesen sind. Wären diese 3 hier vielleicht nicht gewesen und dieses direkte Duell, wer weiß, wie dann die Saison ausgegangen wird. Also Dortmund nicht ganz chancenlos in dieser Saison, auch wenn es nur Rang 3 ist. Weiß gar nicht, kann man... Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich dachte, man kann vielleicht auch gerade mal so gucken, wie es im EA-Manager ist, dass man spieltagsbedingt nach der Tabelle guckt. Da hätte ich jetzt mal gern gewusst, wie Dortmund am 31. gestanden hätte. Aber gut, alles eine Spekulation. Letzten Endes haben sie die Meisterschaft nicht geholt. Auch die Torjägerkrone haben sie nicht geholt. Das hat Šeško von Leipzig diesmal geholt. Lewandowski im Notendurchschnitt als Bester. Was mich ein bisschen überrascht hat, er ist sogar zum Spieler des Jahres gewählt worden. Und hat jetzt dann doch anscheinend noch einige Spiele gemacht und auch noch einige Tore. Also Hinrunde lief überhaupt nicht für Lewandowski, die Rückrunde umso besser. Und da Hakimi sogar auf Rang 2. Ansonsten aber, wie gesagt, die Bayern am Ende wieder deutscher Meister. Wir werden jetzt 7 Jahre gleich springen und werden dann einen Blick, sage ich mal, drauf werfen, wie die Dortmunder abgeschnitten haben, ob sie unter den Top 3 gelandet sind und ob sie vielleicht auch mal zwischendurch Meister geworden sind. Und natürlich Pokalsieger, die werden wir auch im Auge behalten. Also, wir springen jetzt gleich 7 Jahre weiter. Fort. 7 Jahre später und wir sind am Ende, sage ich mal, des Experiments angekommen mit Borussia Dortmund. Wir werden jetzt gleich einen Blick drauf werfen, wie oft der BVB die Meisterschaft eventuell in diesen letzten 7 Jahren dann noch gewinnen konnte und wie oft vielleicht auch den DFB-Pokal. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Gehen wir vielleicht als erstes mal in den DFB-Pokal hinein und gucken mal auf die Siegerliste. Und wir können sehen, der BVB
Hatte der den, die hatten den noch zweimal gewonnen. Ach so, hups. Ja, gut, wenn man natürlich falsch guckt, dann kannst du auch nur falsch sein. Also Dortmund hat hier einmal gewonnen, da einmal gewonnen, das wussten wir, hat dann noch einmal jetzt 2030, 31 den Pokal gewonnen. Allerdings waren dazwischen auch wieder Leverkusen, Leipzig und die Bayern auch ein paar Mal. Und zweiter ist man hier am Finale gegen die Münchner nochmal geworden. Also das ist dann überschaubar. Wir können festhalten, in 10 Jahren ist der BVB dreimal Pokalsieger geworden, 4-mal insgesamt im Finale gestanden. Das ist, ja, ich denke, die Quote ist in Ordnung. Nur die Bayern können dem Ganzen halt hier noch einen draufsetzen mit 4 Siege und 6-mal im Finale. Gucken, wie es in der Bundesliga ausgegangen ist. Das ist ja auch nochmal ganz interessant jetzt zu sehen. Ich ahne zwar schon, was da... Wir sehen es. Also, Dortmund hat es tatsächlich einmal geschafft, ist in der Saison 29-30 Deutscher Meister geworden und ansonsten hier auch Zweiter geworden. Also Dortmund hat sich zuletzt hier immer wieder befestigt hinter den Münchner Bayern. Dritter sind meist die Leipziger geworden. Das sehen wir hier auch. Also Fazit, dreimal Pokalsieg und einmal hat man die Meisterschaft in diesen 10 Jahren geholt. Jetzt werden wir aber trotzdem nochmal einen Blick auch auf Haaland und Co. werfen. Haaland spielt mittlerweile ja bei Paris Saint-Germain. Und wir sehen auch, das ist auch nicht gerade zu knapp. Also der hat hier nochmal für Dortmund 1, 2, 3 Jährchen gespielt. Und dann ist er in die Premier League gewechselt. Und ja, hat dort aber auch reichlich Tore geschossen, wie wir hier sehen. 164 Millionen hat es für ihn gegeben. Ansonsten, wir können ja nochmal gucken, ob einer hier noch übrig geblieben ist von den Spielern. Ich denke mal aber wohl nicht. Hakimi spielt tatsächlich hier immer noch in Dortmund. Ansonsten... Jadon Sancho spielt auch immer noch, aber überrascht mich auch nicht. Ansonsten alles andere Änderungen. Und Sancho hat sich gut eingelebt, also hat sich hier gut gemacht. Also halten wir fest, Hakimi, Sancho, die einzigen beiden, die nach den 10 Jahren noch übrig geblieben sind. Ja, und wie gesagt, dann einmal Meister und dreimal Pokalsieger und 4-mal insgesamt im DFB-Pokalfinale gewesen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mir mal gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Und ganz wichtig, Kommentar da lassen, denn ihr habt auch die Qual der Wahl. Ihr könnt entscheiden, quasi welches Experiment wir als nächstes vielleicht uns ranwagen. Schreibt es gerne mal unten drunter. Und ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachsichtig sein. Es ist ja jetzt das erste Mal, dass ich ein Experiment, sage ich mal, hier gemacht habe im FM. Und deswegen sind auch vielleicht die Übergänge nicht so geschmeidig, wie es vielleicht bei anderen ist. Also... Vielen Dank fürs Zusehen. Könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann demnächst mal wieder zum neuesten Experiment. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Ciao.